So, da sind wir auch schon wieder hier. Alice Madness Returns. Wir haben das letzte Mal den Hutmacher getroffen, beziehungsweise das, was von ihm übrig ist. Und er hat uns jetzt dazu angewiesen, ihm doch bitte zu helfen, den Rest seines Körpers zu finden, sollten wir zufälligerweise den über den Weg laufen. Und ja, da machen wir jetzt auch einfach mal weiter. Und natürlich fleißig Zähne am Sammeln. Denn wir wollen ja unsere Pfeffermühle so schnell wie möglich upgraden. Denn mehr Pfeffer macht die Würze aus. Oder so ähnlich. So. Was haben wir hier? Können wir nochmal ein Häschen platzieren? Ich mag diese Häschen. Das ist eine echt super Idee. Huch. Was können wir hier machen? Nichts. Einfach so nichts. Wahrscheinlich noch nichts. Aber der Hutmacher hatte uns ja auch schon darauf hingewiesen, dass die Irrenanstalt von Irren geleitet wird. Was mir jetzt eigentlich gar nicht so wundert. So, Häschen. Zeig, was du kannst. Und Druckplatten funktionieren nur mit Hilfe von Gewicht. Ja. Mit der Uhrwerkbombe kann man eine Druckplatte mit Gewicht versehen. Ach, das ist ja nicht schlecht. Aber natürlich auch auf Zeit, weil der Hase nach der Zeit von alleine explodiert. Gut. Weiß ich nicht, ob die den. Ah, sehr gut. Und weg hier. Zap, zap. Schmelzen und wiederkehren. Montage oder Zerstörung nach Bedarf. Oh! Ein Schirm. Das ist der Schirm. Ein Paradies für Arbeiter. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeitet bis zum Umkippen. Im Himmel warten tolle Preise. Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt zu werden. Ein Paradies für Arbeiter. Kämpft den gerechten Kampf. Arbeitet bis zum Umkippen. Im Himmel warten tolle Preise. Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt zu werden. So, so. Das nenne ich mal einen Slogan. Drücke E, während du ein Ziel anvisierst, um mit Alice Regenschirm zu blocken. Drücke E, was auch immer. Stimmt das Timing, kann Alice blocken, gewisse feindliche Angriffe umlenken. Ja. Was meinst du mit E? Also jetzt habe ich so ein Häschen geschmissen. Mit Drohne kann ich fallen. Oh. Wow, was? Mit dem Regenschirm kann ich feindliches Feuer abwehren. Ja, wenn ich jetzt wüsste, welche Taste ihr damit. Ich hab den Regenschirm. Ja, ich würde es ja echt wahnsinnig gern tun. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt ausrüsten muss oder ob der ausgerüstet ist. Ja. Ich vermute mal, dass da irgendeine Taste für verantwortlich ist. Ich vermute einfach die Wahl nicht. Ich hab diesen Regenschirm. Komm her. Nee. Ich hab diesen Ring schon nicht. Kann ich den nehmen? Ah, aber der Hase macht sein Ding. Ich kann den Ring schon nicht benutzen. Hier. Selbst E funktioniert nicht. Das ist natürlich ein ganz tolles Spiel. Warte ich jetzt einfach platt hier, da kriegst du ein Häschen. Zack. Und noch eins. Weil das hat ja anscheinend Wirkung auf ihn. Zack. Ist wie. Achso, jetzt geht's wieder ein bisschen. Oh ja, zack. Oh. Jetzt bin ich nur vor mir.
Ja, ich möchte fortfahren. Fest im Griff eines Feindes, entkomme ihm durch Ausweichen. Oder Schirmangriff wahrscheinlich, aber dieser Schirm funktioniert nicht. Drücke E, während du ein Ziel anvisierst, um mit Alice Regenschirm zu blocken. Okay, stimmt das Timing? Kann... Ja, okay. Gut, also ich muss den Gegner definitiv erst ins Visier nehmen. Tauch mal auf, Gegner. So, ins Visier und suche mal ein paar Sniper. Das ist die Phase. Ah, da ist tatsächlich der Schiff. Trau dich! Na, komm, komm, zeig was du kannst. Holst du nochmal so ein Ding aus, ja? Hackbällchen? Nenne ein Hackbällchen für mich! Und für dich! Gib mir noch einen, komm, komm! Für mich! Und für dich! Nicht für dich! Oh, der war nur für mich! Na? Nochmal einen für mich! Und für dich! Nochmal! Oh, da bin ich tatsächlich zu langsam! Na komm, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr! Ja, was hin? Fällt er auch irgendwann dann mal um? Lass ihn jetzt einfach weiter attackieren. Oh, aua. Fängt immer so rot an zu glühen. Okay, das musste man doch jetzt erstmal ein bisschen rausfinden, wie das ging. Aber letztendlich ist der Sieg unser. So, links oder rechts? Rechts oder links? Ich will das trotzdem mal testen. Versuchen wir es links. Ja. Dann müssen wir es wahrscheinlich auf der anderen Seite auch versuchen. Oder geht's hier irgendwo? Nö. Oh, komm schon, ein Schuss hier. Ist der Pfeffer ausgegangen. Mach mich immer an das Kaninchen schweiß. Gut. Oha! Da geht's ganz schön runter. Das ist ja auch irgendwie echt cool gemacht. Steckt schön viel Fantasie drin. Ah! Sieh an! Gut, dass wir uns immer ein bisschen umgucken. Hat sich hier doch echt eine Schweinenase versteckt. Hiha. Und eine Erinnerung. Wie ich da hinkomme, ist jetzt die Frage. Ich glaube nicht, dass die den Sprung darüber schafft. Ah, aber so vielleicht. Ja.
Das ist jetzt Jahre her, Alice. Zeit, diese Kindereien abzulegen. Was für Kindereien? Man ist ja schließlich nur einmal Kind im Leben, ne? Soll sich mal nicht so haben, der Onkel. So, schmelzen und wiederkehren. Gut, dann gehen wir da mal hin und werden schmelzen. Oder schmelzen. Schauen wir mal. Oh, nett. Sieht sehr stabil aus. Zu leben und zu arbeiten. Ein schlechter Arbeiter ist ein toter Arbeiter und umgekehrt. Sei kein schlechter Arbeiter. Schlechte Arbeiter. Die Stufen zur Erleuchtung erhellen den Weg, aber die Stufen sind steil. Nimm sie eine nach der anderen. Der gute Arbeiter ist auf unbestimmt verschoben. Der Zahltag für schlechte Arbeiter ist gestrichen. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Frei zu leben und zu arbeiten. Ein schlechter Arbeiter ist ein toter Arbeiter und umgekehrt. Sei kein schlechter Arbeiter. Schlechte Arbeiter sind Sklaven und tot. Der Zahltag für gute Arbeiter ist auf unbestimmt verschoben. Der Zahltag für schlechte Arbeiter ist gestrichen. Ein guter Arbeiter sammelt und sammelt und sammelt und sammelt. Zu leben und zu arbeiten. Industrie heißt Fortschritt. Sagte das Roboterauge. Ein toter Arbeiter und umgekehrt. Sei kein schlechter Arbeiter. Schlechte Arbeiter sind Sklaven. Ja, schlechte Arbeiter und so. Wir haben es langsam begriffen. Wir sind aber auch hier nicht, um zu arbeiten, sondern. Ich vermute mal, um Teile vom Hutmacher zu finden. Ja. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Ist das die Grinsekatze? Soll das die Grinsekatze sein? Ich glaube ja. Ein schlechter Arbeiter ist ein toter Arbeiter. Oh, ja, das ist tot. Umgekehrt. Das verstehe ich. Ein schlechter Arbeiter. Schlechte Arbeiter sind Sklaven. Ja. Und der Zahltag für gute Arbeiter ist auf unbestimmt verschoben. Ich hab's nicht verstanden. Irgendwas sagte die Katze auch vorhin zu uns, dass ich irgendwie ignoriert habe. Also siehst du mal, ich hätte vielleicht auch damit den Schalter ausmachen sollen. Tada. Ja, so sieht das Ganze doch wieder machbar aus. Ja. Gute Gefühl, ich hätte da jetzt irgendwas übersehen. Was ist das überhaupt für ein Tröte-Dixie? Ist das eine Maus oder was soll das sein? Ja, nö. Scheint nichts zu sein. Hm? Soll ich jetzt zum Boss kommen? Sieht ja cool aus. Na gut, schauen wir uns mal an. Haben wir nichts zu verlieren? Ach, so ein bisschen dicker ist hier. Halt, ich will dir das gar nicht sehen. Das kann ich mal sehen. Zweifel austreiben. So. Hier. Wow.
Aber das war fies, da konnte ich jetzt tatsächlich nicht ausweichen. Ah, das war jetzt auch gemein. Der erste hat mich getroffen, kaum dass ich ausweichen wollte. Für den nächsten kam der nächste Schlag. Ärgerlich. Orientierung? Wo bist du, wenn ich dich brauche? Naja. Auf jeden Fall nochmal Dinger hier mitnehmen. Muss ich jetzt die ganzen Jump-Run-Dings da nochmal machen? Naja, gut. Hier irgendwas übersehen? Nein, 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 nein. Was bist du denn? Huch. Kannst du leider nicht abschießen, aber interessant. So, wir überspringen das Ganze ein wenig. Obwohl es keinen Unterschied macht, weil wir eh warten müssen, bis die Plattform wieder nach oben gefahren ist. So. Unbestimmt verschoben. Der Zahltag für schlechte Arbeiter ist gestrichen. So, und jetzt habe ich auch einen Zahn übersehen. Ist ein lebendiger Arbeiter. Gehen wir gleich nochmal zurück, wenn es nur ein Zahn ist. Mir war nicht bewusst, dass sich die Lava bewegt. Neuer Anführer! Willkommen in der Industrie, willkommen in der Effizienz! Also der Hase und die Maus scheinen das jetzt hier zu leiten. Haben wahrscheinlich den Hutmacher irgendwie unterwandert und fertig gemacht. Dass sie ihre eigenen Pläne verwirklichen können. Wer weiß, wer weiß. So, auf ein neues... So, überspringen wir einfach mal ein bisschen Zeit sparen. Dann machen wir den ganzen Spökes nochmal. Aber du siehst tatsächlich die Kamera da hinten so vergnügt wie ich spiel. Ist aber auch sehr nett, dass die mir hier auch die ganzen Fässer und alles wieder hinstellen. Das heißt, das darf man gleich nochmal einsammeln. So, na komm, jetzt zieh doch. Ist ein lebendiger Arbeiter. Frei ja. Zu leben und zu arbeiten. So. Besser einsammeln. Das Leben. Wunderbar. Achso, wir haben auch übrigens das Geld, um unsere Pfeffermühle aufzuwerten. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Ja. Genügend Zähne. Zack. Die Pfeffermühle. Mal schauen, vielleicht wird die jetzt nicht so schnell benutzt.
Wobei, eine Pfeffermühle, die sich überhitzt, wäre mir jetzt auch neu. Aber da verklemmt sich wahrscheinlich die eine oder andere Pfefferkörner und dann geht das halt eben nicht. So, jetzt machen wir mal den Prozess. Na? Also den Unterschied merke ich jetzt noch nicht. Jetzt! Ich hasse es! Jetzt hör auf. Oh, Mensch. Schrecklich. Schrecklich. Jetzt aber mal. Komm doch nochmal ein. Ich glaube, das ist ja was. Sind das besondere Tierkisten oder warum halten die mehr aus als die anderen? Jawohl, endlich. Nur eins schon. Geht doch. So einfach kann das Ganze sein, wenn man es richtig macht. Obwohl es doch echt von der Steuerung her sehr gewöhnungsbedürftig ist. Nun gut. Da haben wir noch eine Erinnerung. Was? Okay. Also schnell rüber. Zack. Zack. Mit dem Gasanschluss sparen wir uns Kosten für Kerzen und Öl und können nach Brighton, Alice. Nun gut. Da haben wir auch nochmal eine Flasche. Komm, das schaffen wir. Nein! Knappe Sache. Bisschen Nervenkitzel muss ja sein. Entschuldigung. Bisschen Frosch im Hals gerade. So. Und was das ist, interessiert mich ja doch brennend. Aber das werden wir wohl erst zur nächsten Folge erfahren. Bis dahin, bleibt gespannt. Tschüss.